Heiligsblechle, Freunde. Der erste Gildi ist schon auf 110. Wow, so krank. Okay, ihr Lieben, willkommen zurück. Ewig hungrig für diesen komischen Suchti hier. Die Nachtgeborenen sind nicht, was sie zu sein scheinen. Habt ihr sie? Bitte sagt mir, dass ihr sie habt, bitte. Also er behauptet nicht, mannersüchtig zu sein. Ist es aber definitiv. Seid ihr hier, um mein Mana zu stehlen? Nee, du. Echt nicht. Nun denn, nehmt eine Kostprobe. Du ziehst schlecht, Kumpel. So richtig schlecht. Hier bin ich. Hier bin ich. Okay, Freunde. Mir ist klar, dass es eine Erlösung wäre, aber dennoch möchte ich eigentlich die Neutralen nicht töten. Gibt es da keine Aggressiven? Boah, die sind alle hungerleidend, obwohl hier alles voller Mana ist. Wie krank ist denn das? So, nicht zu retten. Greift die Ley-Ruinen von Sakena an. Da sind wir gerade. Da liegen schon die Verdorrten im Mana-Teich. Okay, und weil die hier das ganze Mana abzapfen, bleibt nicht mehr genug übrig für den großen Blaudrachen, für den Alten. Ah, Mann, cool. Das ist ja ein kleiner Greif, oder? Was ist das? Ja. Ein struppeliger kleiner Greif mit winzigen Flügeln. Süß. Der hat scheinbar zu viel Mana, der ballert hier die ganze Zeit rum. Unheimlicher Mana-Fresser. Haustiere mache ich separat, Freunde. Da will ich euch jetzt nicht mit belästigen. Weil viele von euch ja doch lieber die Quests sehen wollen. Wir machen natürlich, wenn wir mit den Quests durch sind, jede Menge Haustierkämpfe. Das ist ganz klar. Das kennt ihr auch so von mir. Wir haben jetzt einen Energiekern ergriffen. Da haben wir einen Plünderer. Mal gucken, wie die droppen, die Steine. Das müssen wir vielleicht doch ein paar von den Neutralen töten, aber der hat schon mal einen dabei gehabt. Das ist ja schon mal was. Ja, ich freue mich vor. Bist du Nordler? Ja, oder was bist du? Ach, ah ja, okay, das ist ein Questmob. Ich hab mich voll gewundert gerade. Ich würde sagen, wir fokussieren den Kleinen. Wichtig ist immer gucken, wo ihr hinspringt. Sonst landet ihr meistens in irgendeiner Mobgruppe. Was ist jetzt mit dir? Ihr nehmt euch meine Leutnants vor? Ja. Ihr haltet euch wohl für sehr schlau. Na, schlauer als du auf jeden Fall. Wenigstens sind wir keine Junkies. Wobei Ray schon auch jede Menge Mana braucht für ihre Zauber. Oh oh. Schups. Das macht nicht mal Schaden. Die unaufgeladenen Erdschocks bringen einfach gar nichts. Ja gut, die geben... Der hat, glaube ich, gleich 4% gegeben, oder? Kann das sein? Schon eine ganze Menge. Stirb! Na, 3%. Ach ja, unsere Faustwaffe. Die Frage ist, können wir das Ding jetzt eigentlich überhaupt mobben? Kommt der jetzt auf einmal her? Ach, die hat der Druide dabei gehabt. Nö. Das ist eine Patrouille. Piu! Ist das ein Knie? Coole Waffe. So.
Was haben wir da? Layportal. Im besten Fall kann man es kaputt machen. Oder geht es da rüber? Das geht hier rüber. Okay. Top! So weit will ich gar nicht. Halt! Hallo, ich will wieder landen. Danke. Was ist denn das? Was ist denn das? Nein! So glücklich. Tut mir leid. Ja. Nochmal hoch. Okay, diesmal kriegen wir das Buch. Man konnte es nämlich anklicken. Nicht. Da steht zwar Anfängerleitfaden für Dimensionsreisen, aber leider... Oh, und da ist eine Kiste. Ach, um die geht's. Ich wollte lieber das Buch. Hallo? Ah ja. Wir haben nur ein bisschen Lag. Wo ist denn das Ding? Da. So, das gab jetzt Bonus auf die Waffe. Der Rest ist Müll zum Verkaufen. Also, immerhin eine Schatzkiste gefunden. Lup. So. Dann würde ich sagen, wo kam denn dieses Geschieße her? Von da drüben, ne? Kommen wir da gar nicht hin. Der Typ ballert von irgendwo da drüben. Hier vielleicht? Nee. Darunter will ich nicht unbedingt. Und was ist hier? Nee, der hat sich ganz gut abgeschirmt, würde ich mal behaupten. Meint das? Ein Orbit? Das ist ein Pferd? Nee, das ist ein Monster. Kranker Scheiß. Ah, da ist der zweite. Nein, das ist der erste, den haben wir schon. Der Tündrischen. Jetzt brauchen wir noch Iskanet, die ist irgendwo da drüben. Ich will! Geschafft! So, ihr habt Kristalle, habe ich mir sagen lassen. Perfekt. Die Raketen können wir jetzt, glaube ich, nur noch einmal setzen, ne? Früher hatten wir da zwei Aufladungen, aber ich glaube, jetzt überschreiben die sich. Müssen wir bei Gelegenheit mal ausprobieren. Da sind ganz viele. Nehmen wir den noch mit und die beiden, dann haben wir auf jeden Fall einen dabei, hoffe ich doch. Ein bisschen heilen nebenbei. Muss die jetzt hier nicht kaputt hauen. Au! Voll geschubst. Der Sack. Voll geschubst, der Sack. So, Kristalle haben wir alle. Das Problem ist, wir brauchen diese Tante noch. Wo ist die? Wo ist die Tante? Genau vor uns. Wie ist ein kleiner Männerfresser? Tante? Tantchen, da bist du. Sieht aus wie der Banshee. Nein, nein, mein Durst hält an. Gebt mir mehr. Du kannst gerne ganz viel Mana von mir haben. Und zwar in Form von Blitz und Feuer. Hey, Kondensator. Irgendwie tut sich da nichts bei dir. Oh, das sollten wir lieber reinigen. Tja, jetzt macht es nochmal. Weil wir es runtergereinigt haben. Wie geil ist das denn? Tja. Ihr seid eine Närrin. Ihr habt euer Blut vergossen und mein Mana verschüttet! Alter! Keine Sorge, es ist im Teich gelandet.
So ein krankes Arschloch, ne? So, das ist Dalaran. Das kann man ausblenden. Jetzt haben wir hier eigentlich alles. Dennoch sollten wir das Bonusziel noch fertig machen. Da gehören, glaube ich, die Mana-Würmchen dazu. Ja. Seht ihr unten rechts? Da steht nicht zu retten. Und so heißt die Quest. Diese Konstrukte haben relativ viel gegeben. Da hinten läuft eins rum. Das machen wir am besten noch platt. Die Mana-Würmchen bringen nur 1%. Die können nicht so doll. Ups. Hep. So, gleich haben wir's. Und wir werden auch bald 91. 101 meine ich natürlich. Nicht 91. So, den dann noch, dann haben wir's. Freunde, ich will ja nicht jammern, ne? Aber ich bin neulich Fahrrad gefahren. Ich weiß, das ist für eine Let's Playerin und für eine YouTuberin absolut untypisch und absolut nicht in Ordnung. Aber ich habe mir gedacht, gehst du mal Fahrrad fahren? Wieso ist denn der Typ jetzt nicht tot? War mal zu lang Fahrrad fahren. Nee. Auf jeden Fall bin ich dann auf so einem Feldweg gefahren. Und als ich nach Hause kam, hatte ich 6 Mückenstiche am Rücken, 3 am Arm und 2 am Fuß. Es ist so ungerecht, das Ding. Oder die Dinger, ich weiß nicht, wie viele es waren, aber die wollten mich eindeutig fressen, ohne Witz. Ich juckt's überall. Also am Rücken und am Arm und am Fuß, überall. Ich werde meinen rechtmäßigen Platz zurückfordern. Ein Spielzeug! Ein Quest abgeben, es dauert alles noch ein bisschen so. Für einen Moment wirkt er glücklig. Runas zermalmt hektisch die Juwelen und reibt sich den magischen Staub aufs Gesicht, Arme und den Nacken. Ist ein bisschen auf Entzug, der arme Kerl. Also wir haben den Gegenstand schon bekommen. Lasst mich wissen, wenn ihr neue Mana-Quellen auftut. Das überlege ich mir noch. Runas Kristallschleifer. Mein Fuß juckt. Und jetzt? Der Kristallschleifer benötigt nach der Sitzung... Ach so, wir haben jetzt was bekommen. Die Magie explodiert förmlich, sobald sie eure Zunge berührt. Passt nicht zu Kaya Cola. Okay. Das ist so Prickelbrause. Lustig. Naja, so ein bisschen lustig. Ich fühle mich schon ein bisschen stärker. Diese Ley-Kondensatoren wären fast mein Ende gewesen, Ray. Synegos wirkt konzentriert. Ich kann es jetzt spüren. In dem zerstörten Gebäude im Osten. Einer dieser Narren muss die Ley-Linien angezapft haben. Ich gehe davon aus, dass er schwer bewacht wird, Ray. Nur zur Erinnerung, das Schicksal meiner Brut liegt in euren Händen. Ein Hut? Schon wieder... Das ist wieder ein Hut, der unseren Hörnern in die Quere kommt. Okay, dann mal los. Jetzt möchte ich aber... Ja, der ist irgendwo ganz woanders, dieser Rare, oder? Nee, wartet mal. Ruhelose Erde. Der Boden ist hier in Aufruhr und poltert beunruhigend unter euren Füßen. Als Schamanin könnt ihr ein Ritual durchführen, um die verdrossenen Erdgeister hervorzulocken und sie zu besänftigen, aber ihr solltet auf einen Kampf vorbereitet sein. Das ist ja cool. Extra für uns Schamanen. Tja,
Das ist schön hier, ne? Hallo? Hallo? Ich hasse Lag. Aber so ist es eben, Freunde, wenn man so kurz nach dem Legion-Patch hier spielt. In den Hauptstädten, ich habe es vorher mal versucht, in den Hauptstädten geht gar nichts. Ich konnte nicht mal meine Post anschauen, beziehungsweise die Items aus dem Briefkasten nehmen. Ich konnte wirklich gar nichts machen. Und so scheint es hier auch zu sein. Hallo. Echo. Zwiesprache mit der Erde. Ihr dürft doch nicht vergessen, Freunde, wir haben jetzt hier Hauptverkehrszeit, ne? 19.30 Uhr, die Leute sind jetzt von der Arbeit gekommen, haben ihre Ehefrauen begrüßt, haben geduscht, haben gegessen und jetzt kommen sie alle online mit zwei Bier auf dem Tisch. Och, schön. Schöner Gedanke, ich hätte auch gern zwei Bier auf dem Tisch. Oder zwei Energy. Oder ein Glas Wein. Oder fünf. Den Airtyp weichen wir mal vorsichtshalber aus. So. Die Blitzschläge machen schon massiv wenig Schaden. Ah, vielen Dank, Schamanin. Ohne euch würde diese Welt im Chaos versinken. Oh, bitteschön, du süßes kleines Elementar-Dingsbums. Steinelementar heißt's. Der war ja nett. Das ist ein freundlicher Gesell. Ich mag freundliche Gesellen viel lieber als die fiesen. Elite. Der ist in der Richtung. Aber hier war noch eine Quest, Freunde. Genau. Von dem Psycho schon wieder. Ganz toll. Elisande wird für unsere Verbannung bezahlen. Viel besser. Ich wusste, dass ich auf euch zählen kann, meine Gute. Und jetzt möchte ich mit einem Gefallen revanchieren. Ich weiß, wie ihr die großen Mana-Sammler-Pylone zerstören könnt. Mana-Sammler-Pylone heißen die Dinger. Es gibt noch Hoffnung für euren großen Drachen. Die Pylone sind nur gegen Angriffe vom Boden, aber nicht aus der Luft geschützt. Lasst die Welblinge auf sie los. Im Gegensatz zu uns können sie fliegen. Vertraut mir. Ich freue mich auf eine lange Zusammenarbeit. Ich traue ihm überhaupt nicht. Es scheint, uns bleibt keine Wahl. Schaut mal! Ich will nur helfen. Edler Drache. Mein Herz geht kaputt. Meine Welblinge werden euch helfen. Ja. Hintergeht mich und ihr werdet den Zorn eines Drachenschwarms spüren. Oh ja, und meinen auch. Aber schaut doch mal, wie süß die sind. Einst war ich ein nobler Elf. Ich weiß, was Ehre bedeutet. Die Frage ist, ob du es nicht schon vergessen hast. Wartet mal eben, Freunde. Muss man hier die Bar woanders hinziehen? Wieso geht es nicht? Wahrscheinlich, weil da gerade ein Zauber drauf liegt. Müssen wir mal anders machen. Hat dieser Drache euch geschickt? Oder war es dieser Bettler Runas? Egal. Ihr werdet bald vor Asunas neuem Prinzen knien. Wohl kaum. Drachis, passt bitte, bitte, bitte auf euch auf. Ich hab euch alle sehr lieb. Ihr schafft das, ich glaube an euch. Ja! Meine Kondensatoren! Richtig, deine Kondensatoren. Wisst nicht, mit wem ihr es zu tun habt. Ich beschütze nur meine kleinen Freunde. Was geht denn mit dem ab? Oh Gott, ich dachte schon, einer ist gestorben. Das wäre der Untergang, Freunde. Ich glaube, ich würde echt anfangen zu heulen. So richtig. Muss man eine Aufnahmepause machen, wenn ein Drache stirbt. Muss ich erstmal 10 Minuten heulen. So, Drachis, oh, ihr seid so cool. Darf ich euch immer behalten, bitte? Kommt ihr ab jetzt immer mit mir? Das fände ich voll toll. Wenn wir schon kein Blitzschlagschild mehr haben, brauchen wir wenigstens Drachen. Und wie süß die sind.
Aber es ist echt tragisch, dass die Drachen keine Eier mehr legen können. Ich dachte, die sind jetzt halt ein normales Volk, ein normales sterbliches Volk, aber nein. Die können, die werden definitiv aussterben. Das ist schon schlimm. Sehr schön, jetzt sind sie weg. Ich hatte mir nämlich Sorgen gemacht, dass diese Arkaneneinschläge die eventuell töten könnten. Und jetzt sind sie nach Hause geflogen. Das ist gut. Und wir kümmern uns um den Obermotz. Sackgesicht, Alter. Ich überlege gerade, warum die eigentlich die blauen Drachen angreifen. Aber ist eigentlich logisch, die wollen deren Mana. Weil die blauen Drachen sind ja, die bestehen ja praktisch nur aus Mana. Die sind ja die Abkömmlinge von Malygos, dem Aspekt der Magie, des Mana. Und dementsprechend leben die eben auch nur von Arcana Magie. Oder von Magie an sich. Die Arkanenmagie ist ja sowas wie die reine Form der Magie. Das ist auch das, was eben so abhängig macht. Darum ist zum Beispiel unsere Rey eben kein Mana-Junkie. Weil die keine Arkanenmagie nutzt. Und die normale Magie macht zwar im gewöhnlichen Sinne abhängig, indem man halt sagt, ja, es ist Macht. Also, keine Ahnung, wenn ihr so Zauberweben könnt, dann seid ihr ja entsprechend mächtig. Und es macht natürlich immer ein bisschen süchtig, Macht zu haben. Aber diese Arkanenenergie, diese Arkanenmagie macht eben richtig süchtig. Ja, das ist also wirklich eine körperliche Abhängigkeit, die da entsteht. Das ist so der Unterschied Wasser und Alkohol. Genau, so kann man es, denke ich, ganz gut erklären. Hallo! Oder sagen wir Fruchtsaft und Alkohol, irgendwas Leckeres. Wobei, Wasser ist ja auch ein Muss. Naja. Ich laber irgendwas, damit der Lag nicht auffällt. Was haben wir hier? Oh, schaberührte Goldbeute. Ach, wir haben sie doch noch zugewiesen bekommen. Das ist aber schön. Wir hatten doch gestern Abend am Release Day hatten wir doch so ein das Schar des Zorns getötet. Oder wie es heißt, oder? Schar des Zorns muss es sein. Und dementsprechend haben wir hier noch die Goldbeute, die uns gestern nicht zugewiesen wurde, weil es irgendwie buggy war. Keine Ahnung. Und ich muss echt sagen, es verwundert mich. Nur diese Taschensysteme und das Looten und so weiter macht Probleme, ne? Das Spiel selber läuft super flüssig. Kann man echt nichts sagen. Hallo. Naja, gehen wir mal weiter. Wo ist denn jetzt der Typ? Ich hätte gedacht, der ist hier drin. Nein, falsch gedacht. Was für ein Panzer? Naja. Entfesselter Riss? Wo ist denn dieser Eilid? Ja, der sollte da eigentlich schon irgendwie drin sein. Vielleicht da oben. Aber wie kommen wir da hin? Ich glaube, ich habe die Treppe gefunden. Juhu! Treppe! Ha! Selber Ha! Und der dritte. Seltsam, da hat sich der Flammenschock jetzt nicht verbreitet, ne? Auf einem geblieben. Ich glaube, die Energiekerne sind nur für das Bonusziel gedacht. Die bringen uns so gar nichts. Die geben nur Bonuszielfortschritt. Da ist er ja, der Sack. Ist dieses Pack hier, um vor seinem Prinzen im Staub zu kriechen? Sehe ich so aus? Sehen mein Feuerelementar und ich so aus? Das soll eine Rübe sein? Eher aus wie Badehandtuch. Mehr Macht!
Richtig. Ja. Ja. Und weil du die brauchst und ich nicht, gewinne ich auch. Vergesst die Leylinien, Brüder. Wir nehmen uns stattdessen die Gott. Ha, von wegen. Du nimmst dir hier gar nichts, ey. Wag es ja nicht. Wag es ja nicht. Babies. Oh, ich liebe euch. Hey, Stella Rosa. Ich fürchte, Großvater bleibt nicht mehr viel Zeit. Okay. Er mag nicht tot sein, doch zumindest ist er fort. Ohne ihren Anführer sollten die Stumpfsinnigen verdorrten sich bald zerstreuen und aussterben. Ja, hoffentlich. Das Equipment wird schon höher. Wir sind schon bei 6,99. Ja, dauert wieder ein bisschen, Freunde. Sorry, ich habe die Folge dafür ein bisschen länger gemacht. Aber ich muss die hier jetzt auch beenden, sehe ich gerade. Wir sind schon bei 25, 26 Minuten. Genau. Hier geht's dann in der nächsten Folge für euch weiter. Bis dahin.